So, ich habe das Gerät jetzt mal ausgepackt und vorbereitet. Ich denke, dass wir das in diesem Video nicht zeigen müssen, wie ich das Gerät aus der Schachtel hole. Ich denke, das braucht keine Erklärung. Das sind die Teile, die in der Verpackung beiliegen. Ich erkläre gleich, wie man es montiert und was es mit dem Gerät auf sich hat und warum er sich unterscheidet zu einigen anderen Geräten dieser Art. Also es ist ein Ölradiator, der vorgefertigt schon aufgefüllt mit Öl ist. Sie brauchen also nichts tun. Im Prinzip brauchen Sie nur den Stecker in die Steckdose stecken und los geht's. Und wie das funktioniert, was es hier noch zum Einstellen gibt an der Schalterleiste, da komme ich gleich noch zu, das erkläre ich gleich. Obwohl viel gibt es da nicht zu erklären. Das Gerät ist soweit selbsterklärend, würde ich mal behaupten. Ein paar Details komme ich jetzt gleich zu, wie gesagt. Und dann kann es losgehen mit dem Winter. Mit der Heizung sind sie gut gerüstet, da frieren sie bestimmt nicht. Als nächstes zeige ich Ihnen als erstes einmal, wie man die Füßchen hier montiert. Denn es ist ein rollbarer Radiator, was auch nicht selbstverständlich ist, denn viele preiswerte Modelle haben das nicht. Kommen wir jetzt also zur Montage. So, fangen wir mal an. Als erstes mal drehen wir das Gerät um. Dabei ertönt dieses Geräusch, das ist das Öl, was sich vorher unten abgesetzt hat, was natürlich jetzt zurückläuft in den oberen Teil des Heizkörpers. Also wenn Sie dieses Gluckern hören, ist das nichts Außergewöhnliches und völlig normal. Im Set enthalten sind natürlich alle Anschluss- und Befestigungsmaterialien, die Sie benötigen, um diese schöne Heizung rollbar zu machen. Und zwar sind hier zwei Halteschienen für die Räder, zwei unterschiedliche. Einmal diese hier ausgeprägte mit dem Rand und diesen beiden Näschen oder Nasen. Die kommen zu der Seite, wo das Bedienelement ist und die Kabelrolle. Und zwar gucken hier ja diese beiden Befestigungsschrauben vom Gehäuse durch den Heizkörper. Und hier haben wir zwei Löcher, die dann praktisch hier so einrasten. Perfekt. Jetzt sitzt diese Schiene schon mal gut. Auf der anderen Seite außen kommt die neue oder die andere Schiene. Perfekt. Von unten haben wir jetzt hier diese Haltebügel, wo natürlich die Mutter, die kleinen Rändelmuttern müssen runter. Von unten einfach den Bügel hochschieben, bis die Nase oben rausgucken. Kleine Flügelmutter aufdrehen. Und die andere Flügelmutter, die mir runtergefallen ist, nee, da liegt sie. Logischerweise hierhin. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ja, ich denke, an dieser Stelle spulen wir mal ein bisschen vor, um etwas Zeit einzusparen. Dann haben wir unsere kleinen Räder. Auch ganz einfach. Mutter abdrehen, dann ist hier noch eine kleine Unterlichtscheibe bei und ein kleiner Federring. Ich hoffe, dass man das so erkennen kann. Das Rädchen jetzt von oben einfach auf die Schiene stecken. Als nächstes kommt die Unterlichtscheibe von unten gegen und dann der Federring. Und zu guter Letzt kommt natürlich die Mutter drauf gedreht. Ja, ich denke, an dieser Stelle spulen wir mal ein bisschen vor, um etwas Zeit einzusparen. So, da ist ja nun unser kleiner schöner Radiator, fix und fertig zusammengebaut. Ich habe in der Zwischenzeit die Muttern hier oben noch einmal ganz kurz nachgezogen mit einem 13er Schlüssel. Die Räder sind jetzt fest und jetzt kann das Gerät prima hin und her gerollt werden von einem Ort zum anderen. Ganz fantastisch. Die Räder drehen sich beim Drehen oder beim Fahren
auch immer in die richtige Richtung, so dass es nicht wackeln oder umfallen kann oder sonst irgendwas. Ein ganz perfektes Gerät. Ich komme jetzt noch mal kurz zu den Einstellungen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Anfangs erklärte ich ja, dass dieses Gerät ein paar Besonderheiten hat. Eines der Besonderheiten ist zum Beispiel die Steuerung oder die Leistungseinschaltung in 3 Stufen. Wir haben hier in der ersten Stufe 600 Watt Leistung. Schalte ich die Stufe zurück und schalte die zweite Stufe ein, haben wir eine Leistung von 900 Watt. Und würde ich jetzt die erste Stufe wieder hinzuschalten, habe ich ganze 1500 Watt Leistung. Das ist für so einen kleinen Radiator eine super gute Leistung im Verhältnis zum Stromverbrauch. Das heißt, wir haben eine schnelle Aufheizung des Heizkörpers und im Verhältnis zu anderen, die 2.000-3.000 Watt Heizstromverbrauch haben, natürlich hier ganz klar einen Energiesparvorteil zu anderen Geräten, die erheblich viel mehr Leistung haben in der Stromaufnahme. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir eben nicht nur über diese 2 Leistungsschalter die verschiedenen Leistungsstufen ein- und ausschalten können. Nein, wir haben hier oben auch noch ein Thermostat, mit dem ich das Gerät ein- und ausschalten lassen kann. Ähnlich wie beim Heizkörper das Thermostat. Man wählt eine Temperatur, die einem angenehm erscheint. Und immer wenn diese erreicht ist durch den Heizkörper, schaltet der Heizkörper ein und aus. Das ist wichtig. Es gibt viele Geräte, die diesen Thermostat nicht besitzen und dann würde der Heizkörper permanent auf voller Leistung durchlaufen, egal wie warm der Raum ist. Er würde sich nicht abschalten und somit eine extreme Menge an Strom verbrauchen, was man natürlich nicht braucht. Wenn der Raum aufgeheizt ist, reicht es ja, dann kann er sich abschalten. Wenn die Temperatur fällt, schaltet er sich wieder zu und heizt den Raum auf die gewünschte Temperatur oder auf die gewünschte Einstellung hier auf. Das ist eine tolle Sache. Und jetzt kommt aber das Allerwichtigste. Das darf man auch nicht vergessen. Das haben auch nicht alle Geräte. Er hat einen Kippschutz. Das heißt, sollten Sie aus irgendeinem Grund das Gerät mal aufstellen und jemand schmeißt es um, ein Kind oder ein Hund läuft dagegen, brauchen Sie keine Angst haben, dass irgendwas anbrennen oder anschmoren kann, sobald das Gerät einen bestimmten Winkel bekommt. Ich zeige das jetzt einfach mal. Oh, kann ich schon jetzt gar nicht mehr anfassen. Es ist jetzt wirklich schon heiß. Ich muss also aufpassen. Sobald es einen bestimmten Winkel hat, schaltet es sich ab. Da, jetzt ist er aus. Das heißt, würde er fallen, würde er sich selbstständig ausschalten. Wieder zurück. Achten Sie mal auf die Lampen. Die gehen gleich wieder an. Da, haben Sie gehört. Auch das Klackgeräusch. Aus. An. Kann also nichts passieren, ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ich finde das sehr wichtig, denn man weiß ja nie, wenn irgendwann was umfällt. Hier sind sie auf der sicheren Seite, kann nichts passieren, Gerät schaltet sich aus. Und wie Sie eben schon gesehen haben, ich habe das Gerät mal gerade 2-3 Minuten an, also in der Zeit, wo ich hier dieses Gerät beschreibe, Sie sind also live dabei gewesen. Wie lange macht das sein? 1-2 Minuten und es ist jetzt schon so warm, dass ich es eigentlich schon fast nicht mehr anfassen kann. Damit will ich sagen, dieses Gerät heizt sich ganz fantastisch schnell und gut auf. In der Preisklasse finden Sie solche tollen Leistungsdaten und Leistungsmerkmale so schnell nicht. Und noch eine letzte schöne Eigenschaft hat dieses Gerät. Das hat auch nicht jedes, darum erwähne ich das überhaupt. Was mache ich mit dem Kabel, wenn ich die Heizung mal nicht brauche? Lasse ich es hinterher schleifen? Liegt es irgendwo, man stolpert drüber? Das nervt natürlich, sowas will man nicht. Hier habe ich die Möglichkeit, das Kabel direkt am Gerät aufzuspulen. Und wenn ich den letzten Schlag erreicht habe, fliegt der Stecker nicht einfach hier so durch die Gegend, dann würde er sich wieder abrollen. Das wollen wir nicht. Ich kann ihn hier an diesem kleinen Clip fixieren und jetzt ist alles perfekt. Ich kann das Ding hin und her schieben. Man kann nicht stolpern. Eine super Sache. Und das zu dem kleinen Preis unschlagbar, ganz ehrlich.